YouTube, machen wir es kurz. Heute Leistungsprüfstand Wernau, mal wieder seit langem. Ich freue mich drauf. Wir haben dabei BMW 340i zusammen mit dem Kunde. Ich bin gespannt, was der B58 bringt. Wir haben 326 PS, 450 Newtonmeter. Allgemein bekannt ist, dass das Fahrzeug nach oben streut. Ich bin gespannt. Wir haben beim B58 im Vergleich zum N54, N55 wieder eine mechanische Wasserpumpe. Wir haben einen vollautomatischen Ventilhub. Das heißt, es sind hier ein paar diverse Sachen abgeändert. Man hat den Motor quasi überarbeitet. Man hat Fehler ausgemerzt. Man hat Sachen geändert. Wollen wir gar nicht alles aufzählen, was in den Innereien alles gemacht worden ist. Ich bin gespannt. Wir werden jetzt los auf den Prüfstand fahren. Und dann mal gucken, was rauskommt. Und dann werden wir euch auf dem Weg dorthin nochmal berichten. Jetzt würde ich sagen, bis nachher. Ciao. Ja, der Stefan, der guckt schon ganz verdutzt. Für mich ist heute Premiere. Unterwegs im 340i. Ich habe gerade schon ein Intro für euch gemacht. Wir sind auf dem Weg zum Leistungsprüfstand, wie immer nach Wernau zur Firma Henny. Ja, sind wir gespannt. Wir diskutieren schon die ganze Zeit, was rauskommt. Ich habe gerade mal einen Tipp abgegeben, 354 PS und 485 Newtonmeter. Werksangabe sind 326 PS und 450 Newtonmeter. Er fühlt sich aber schon brutal an, muss ich sagen. Ja, der Nachbar schmunzelt und wir sehen ihn leider nicht. Fühlt sich gut an. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was rauskommt. Wir machen eine Eingangsmessung, weil wir einfach wissen wollen, wo steht das Auto, was bringt das Auto, was kann der neue B58. Ich habe ja vorher schon erklärt, was die Unterschiede sind. Und dann kommt das Thema in dem Fall Power and Sound. Hier geht es einfach darum, der Kunde sagt, Thema Garantie. Wir haben einen Neuwagen, jetzt aktuell knapp 4000 Kilometer. Möchte er einfach nicht zur konventionellen Geschichte greifen, das heißt Downpipe, Software etc. Hier wird direkt von BMW was verbaut. Da ist die Angabe, ich glaube, 360 PS und 480 Newtonmeter, ja, oder 500 Newtonmeter. Allerdings ist es definitiv so, dass schon viele gemessen haben und die Fahrzeuge deutlich nach oben streuen. Da sind wir gespannt, was rauskommt. Das heißt, wir machen jetzt eine Messung gleich. Wir sind in 5 Minuten dort und machen dann nochmal eine Messung, wenn alles verbaut ist. Und dann wollen wir mal schauen, was der Unterschied ist. Ich versuche euch nachher noch ein paar Bilder zu machen vom Tacho. Man hat richtig schöne Unterschiede, das heißt von Eco Pro zu Sport, zu Komfort, zu Sport Plus gibt es einfach Unterschiede, die finde ich richtig gut gemacht sind vom Tacho her. Es ist aber trotzdem aufgeräumt, aber man weiß ganz genau, in welchem Fahrmodi man ist. Also man merkt im Komfort, okay, ja, ich bin im Komfort, und man merkt im Sport Plus, ja, ich bin im Sport Plus, es ist rot hinterlegt, das sieht alles ein bisschen aggressiver aus, aber da werde ich euch nachher noch im Video was anhängen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab auf den Leistungsprüfstand und dann sehen wir uns gleich bei der ersten Messung. Ciao.
sind wir auf dem Rückweg. Prüfstand ist soweit erfolgreich gelaufen. Nicht ganz das, was ich gesagt habe. Ich habe ja gesagt 354 PS, 485 Newtonmeter. Das haben wir nicht ganz geschafft. Wir liegen bei 333. Fahren wir noch gerade mal kurz nebenher. Da werden die ganzen Hater wieder gucken, was macht er während dem Autofahren. 334 PS und 482,8 Newtonmeter. Also das heißt, Drehmoment lag mal da, wo ich vermutet habe oder gesagt habe, weil er hat sich schon relativ gut angefühlt. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Power and Sound Kit bringen wird. Man hat ja schon gemessen, da lagen wir irgendwo, glaube bei 380 und 500 Newtonmeter. Bin ich mal gespannt. Ich glaube also, dass wir vom Drehmoment her, ne, wie viel Newtonmeter lagen wir auf 500? Angabe. Angabe. Und gemessen wurde? 590. 590, also. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Und wir haben jetzt schon über 30 Newtonmeter mehr. Ich denke, dass es realistisch ist, irgendwo so 360, 370 PS. Und ja, ich schätze auch deutlich, also 550, 560 Newtonmeter schätze ich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was es bringt. Wir werden hier auf jeden Fall nochmal auf den Prüfstand gehen und für euch nochmal ein Video machen. Jetzt im Anhang hänge ich euch noch, wie versprochen, das kleine Tacho-Video rein, dass ihr einfach mal seht, bei welchen Fahrmodi er was anzeigt. Und dann gibt es noch ein kleines Soundfile mit Fazit am Ende. Und dann war es das für heute. Würde ich sagen, bis nachher. Ciao. Ja, wie versprochen, gehen wir noch mal kurz auf das Thema mit dem Tacho ein, wo ich einfach mal darstellen wollte, hier durch dieses digitale Tacho, sage ich mal ganz vorsichtig, gibt es hier viele Möglichkeiten. Wir sind jetzt aktuell im Eco Pro Modus. Ihr seht, da ist alles blau hinterlegt. Ihr habt rechts die Anzeige, ob er im Lademodus ist, ob er halt im Spritsparmodus ist. Wir haben jetzt aktuell auf dem Weg von Wernach her 10,7 Kilometer an mehr Reichweite rausgefahren, obwohl wir die meiste Zeit in Komfort gefahren sind. Und das ist einfach so die Darstellung. Wenn es mal weitergeht, ist das der Komfortmodus. Da seht ihr, die ganzen blauen Felder gehen weg. Ich habe jetzt rechts die Anzeige Spritverbrauch 0,10,20. Und wenn er quasi in dem Regenerationsmodus ist, im Efficient Dynamics Modus, wir quasi den Strom, sage ich mal, abkoppeln, dass er einfach entlastet ist vom Riementrieb und einfach dann dadurch alles über die Batterie läuft. Das wäre Sportmode, ist rot hinterlegt. Seht ihr einfach alles ein bisschen sportlicher aufgebaut, ein bisschen aggressiver. Und dann haben wir noch Sport Plus. Da sind wir jetzt. Das ist aber identisch mit dem Sportmodus, also da ist nicht arg viel anders. Aber finde ich gut gemacht, also haben sie schon relativ gut gelöst. Ihr habt unten die Durchschnittsverbrauchsanzeige, aktuell 8,4 Liter. Finde ich auch relativ gut für das Fahrzeug. Wir sind zum Verkehr mitgeflossen, wäre natürlich noch ein bisschen weniger möglich gewesen. Aber was soll man da groß klagen? Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab nach hinten. Soundcheck, bis gleich. Ciao. Ich bin auf jeden Fall jetzt knapp so 80 Kilometer gefahren. Ich bin auf jeden Fall hellauf begeistert. Der Klang ist schön von dem Fahrzeug. Die Daten, die er vorgegeben hat, wurden auch erfüllt. Ich finde Fahrwerk und Lenkung und Bremse fühlt sich sehr gut an. Jetzt nach 4000 Kilometer wäre es ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre.
Das wird man mal beobachten. Wie schon gesagt, wir werden oder sind mit dem Kunde relativ gut. Das heißt, wir werden mit dem Fahrzeug öfters zu tun haben. Vielleicht bekommen wir bei Gelegenheit noch ein Tacho-Video hin. Mal am Abend. Mal gucken, was er da so macht. 100, 200 und mal Endgeschwindigkeit. Aber das wird dann im nächsten Video folgen. Ja, würde sagen, schaut euch das Video an. Freut euch drauf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video bald wieder. Bis dann. Ciao.